Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer Koch Hannes the Cook bei Dynamic Food. Ja, ich habe jetzt seit 2 Wochen hart trainiert, meine Geräte, meine Kilogramms erhöht. Ich merke es an den Schultern, meine Brust wird langsam straff. Das Einzige, was mich stört, mein Bauch. Ich habe so leichte Depressionen schon mittlerweile. Das merke ich abends, wenn ich dann vor dem Fernseher sitze und mein Bauch dann auch so immer noch so rüberhängt. Ich kämpfe gegen die Kilos. Das Wichtigste ist, positiv denken, gesund ernähren und weitermachen. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen unterstützen und ein bisschen nette Kommentare hier drunter schreiben, damit ich mal ein bisschen mehr Energie in mir drin habe. Aber ich denke positiv, weil ich habe einen neuen Beitrag gesehen über Epigenetik. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Viele haben ja immer gesagt, dass die DNA unseres Körpers schon feststeht vornherein. Aber man hat jetzt festgestellt, dass es nicht so ist. Man kann durch 3 Faktoren, der erste Faktor ist einfach gesunde Ernährung, zweiter Faktor Sport und der dritte, der wichtigste, positives Denken, seine komplette Genetik verändern. Also kann ein Fettsack zu einem richtigen Muskeltyp werden, indem man dran glaubt und was dafür tut. Bis dahin, ich kämpfe weiter gegen die Kilos. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und bis zum nächsten Video. Euer Hannes the Cook. Und da steht's immer, hier, Dynamic Food.